starten wir durch mit Sätzen, die uns selbst betreffen. Und der Tag hat den Titel Lieben, was in einem ist. Weil manchmal ist es so, dass man nach einer Zeit lang The Work merkt, man hat viel auf sich umgedreht und dann stressen eigentlich nicht mehr die anderen, sondern man merkt, da ist in mir ist das Problem. Und man weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Und da hört so Stimmen, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert oder ich mache was falsch, ich habe was falsch gemacht, etc. Und wie geht man mit solchen Sätzen um? Und meine Erfahrung war die, besonders am Anfang mit The Work, dass ich gemerkt habe, ja, die Sätze, die kann man schon hinterfragen, ganz normal mit den vier Fragen, nur bei der Umkehrtechnik kommt nicht viel raus, weil ich kann natürlich dabei so, ich mache was falsch, das kann ich schon hinterfragen mit den vier Fragen und dann kommt raus, ich mache nichts falsch, ich mache auch Dinge richtig. Das macht ja schon den Effekt zu sehen, ah, das mache ich falsch, 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 richtig, 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 falsch, falsch, falsch. Aber hier kommt nicht viel raus. Hier kann ich es höchstens auf mein Denken beziehen. Mit meinem Denken läuft was falsch. Aber mehr Ernte kann ich hier nicht einfahren. Und es kann auch sein, dass es im Kopf bleibt bei den Ich-Sätzen. Dass es nicht tiefer geht ins Gefühl. Und mein Ausweg aus der Misere oder aus dem war und ist die Integration von einem Element aus dem Coaching, nämlich die Arbeit mit inneren Anteilen. Es gibt nämlich innere Stimmen, innere Anteile, die uns sagen, die mir sagen, ah, du bist nicht wert. Uli, du hast schon wieder was falsch gemacht. Oder du musst dich beeilen. Andere machen es besser. Und wir glauben natürlich oft auch diesen inneren Stimmen. Oder? Genau, und jetzt wird es spannend, dass wir schauen, also wenn deine innere Stimme sagt, du bist nicht wert, dann schauen wir, von wo kommt denn die Stimme? Kommt die von hier, kommt die von hier, kommt die von da, von wo wird denn das gesprochen? Klar, das Gefühl ist irgendwo hier, das tut ja weh vielleicht oder es ist unangenehm, das Gefühl ist irgendwo im Rumpf, aber das meine ich nicht von der Richtung. Ich meine nicht, wo ist das Gefühl, sondern von wo hörst du den Satz? Du bist nicht wert. Und das kann sein, das ist da hinten, da vorne, wo auch immer. Und dann schauen wir in die Richtung und gucken, was steht denn da von innerer Anteil? Wie sieht denn der aus? Ist der männlich, weiblich? Farbig, schwarz-weiß, groß, klein? Also wie sieht der aus? Und innere Anteile, ihr kennt das, was sind, manche fragen sich, was sind überhaupt innere Anteile? Ist der innere Kritiker, innere Schweinehund? Da gibt es ganz, ganz viele innere Anteile. Und die werden wir bewusst machen. Wir werden also bewusst machen, wer quatscht uns denn da sowas, versucht uns denn da irgendwas einzureden. Wie sieht der aus? Und wenn man jetzt zum Beispiel den inneren Anteil gefunden hat, der sagt, du bist es nicht wert, dann schauen wir, wie sieht der aus und dann formulieren wir neue Urteile über diesen inneren Anteil. Wir sagen ja, wie sollte der denn sein? Ja, der sollte mir gut zureden. Also das heißt, wir behandeln den wie eine Person und formulieren einen neuen Satz. Der sollte mir gut zureden. Wie sieht deine innere Realität aus? Redet er dir gut zu? Nee. Kannst du wirklich wissen, dass der dir gut zureden sollte? Dass das der Richtige ist, der dir gut zureden sollte? Kannst du wirklich wissen, dass der dir gut zureden? Nein. Wie reagierst du aber, wenn du denkst, der sollte gut zureden und er tut es nicht? Da bin ich genervt. Wie ist ohne diese Erwartung? Er sollte mir gut zureden, dann käme ich vielleicht auf die mir selber gut zuzureden und es nicht von ihm zu erwarten. Wer sollte wem gut zureden? Ich sollte mir gut zureden. Besonders wann, wenn er es nicht tut. Ich sollte mir gut zureden. Ah, okay, und jetzt brauchen wir Selbstbild. Also nicht innerer Anteil, Selbstbild. Ich rede mir gut zu und komme in das Gefühl, wie ist es, wenn ich mir gut zurede? Und wie reagiert denn jetzt da der innere Anteil drauf? Der wird ruhiger, der wird kleiner oder der verabt, der hockt sich dahin in die Ecke und chillt. Könnte sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich das lebe, was ich von ihm gerne hätte, transformiert er sich. Und ich sollte nicht nur mir gut zureden, sondern wem noch? Ihm. Mach dein Ding, mach deinen Weg, was auch immer du denkst für dich gut ist, mach's einfach. Ich gebe ihm die Freiheit. Und dann transformiert er sich, der Ort wird sich ändern, sehr wahrscheinlich, die
Visualisierung wird sich ändern. Und was er mir jetzt sagt, welche Botschaft er jetzt an mich hat, wird auch eine andere sein. Der wird nicht mehr sagen, du bist es nicht wert, sondern der wird was ganz anderes sagen. Das heißt, wir verändern den Satz, du bist es nicht wert oder ich bin es nicht wert, um die Ecke. Habt ihr das gerade gemerkt? Das ist also ein Stück weit anders. Und dieses Konzept mit den inneren Anteilen wird im NLP dem Unbewussten zugeordnet. Im NLP sagen wir, es gibt das Bewusste und es gibt das Unbewusste. Und das Unbewusste, das sind auch die inneren Anteile. Warum erkläre ich jetzt dieses Modell? Weil über das Unbewusste haben wir keine Handlungsmacht. Oder habt ihr Handlungsmacht über euren Schweinehund zu 100%? Habt ihr Handlungsmacht über euren inneren Kritiker? Nein. Und immer wenn ich keine Handlungsmacht habe, not my business. Dann, also weil ob er mir gut zuredet oder nicht, not my business. Aber dass ich mir gut zurede und dass ich ihm gut zurede, sehr wohl. Deshalb verorten wir die inneren Anteile dem Unbewussten und das ist im Endeffekt Gottes Angelegenheit. Weil ich habe keine hundertprozentige Handlungsmacht. Ich habe Handlungsmacht, wie ich in Beziehung trete zu dem, da schon. Und wie ich mit mir umgehe, da schon. Also obwohl dieser Anteil in mir drin ist, genau. Trotzdem, dass er Gott, also dass ich das richtig, nicht akzeptiere. Richtig, obwohl das ja irgendwie hier in meinem Körper-Geist-System passiert, sage ich, das ist not my business. Weil mein Kopf hätte jetzt gesagt, natürlich, das ist stabil. Ja, weil das ist ja passiert. Okay. Genau. Ja, ja, völlig nachvollziehbar. Gut, dass du es sagst. Ja. Nur wenn man jetzt das Kriterium hat, ich habe ja nur Handel, was mein Business ist, ist das, wo ich Handlungsmacht habe. Hast du hundertprozentig Handlungsmacht über deinen inneren Schweinehund? Leider ja nicht. Das heißt, dann geht es darum, wie gehst du in Beziehung mit dem, wo du keine Handlungsmacht hast? Und wie gehst du mit dir um? Und das Interessante ist, wenn wir das Unbewusste so lieben, wie es ist, fängt es an, sich zu transformieren und wieder eine gesunde Ordnung zu bekommen, ganz von alleine. Aber wenn ich im Kampf bin und das anders haben, mich einmische, stabilisiere ich das Chaos.